Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe der CAA-TV News. Österreich, Kufstein. Bereits am 29.06. wurde in Kufstein ein Anhänger eines LKWs, welcher in Spanien beladen wurde, von der Polizei wegen technischer Mängel stillgelegt. Erst als sich einer der drei Fahrer in der Nacht auf den 1. Juli auf das Gelände der Werkstatt schlich, um Pakete aus dem Hänger zu holen, flog schließlich alles auf. Es war ein Schmuggelversuch. Wie aus Medienberichten bekannt, ist eine Menge von 100 Kilogramm Cannabis gefunden worden, die auf dem Weg nach Deutschland war. Nachdem die beiden Fahrer glaubhaft machen konnten, nichts von der Ladung gewusst zu haben, wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Offener Brief an die österreichische Bundesregierung. Die Patientenorganisation Age Cana aus Kärnten hat die Bundesregierung schriftlich um einen Dialog gebeten. Medizinal- und Hanfblüten dürfen im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern in Österreich nicht verschrieben werden. Die Age Cana weist die Regierungsmitglieder, allen voran Gesundheitsminister Rudolf Anschober, auf die vielseitigen Probleme hin und bitten zum Dialog mit den Betroffenen. Aus dem Bundesministerium für Gesundheit kam bereits die Ankündigung, diesbezüglich einen neuen runden Tisch einzurichten, der seine Arbeit schon im Sommer 2020 aufnehmen werde. Das ist ja echt mal kurzfristig. Pflanzen, irrtümlich von der Polizei abgeerntet. In Wien-Liesing wurde ein legaler landwirtschaftlicher Betrieb von Drogenfahndern sowie des Sondereinsatzkommandos Vega mit Hilfe von Polizeischülern regelrecht überfallen. Nachdem Beamte den Hanfgeruch durch die Belüftungsanlage der Halle feststellten, veranlassten sie es, ohne weitere Nachforschung einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken. Zu einer ungewöhnlichen Forstwirtschaftszeit um 3 Uhr nachts drangen ca. 20 Beamte in die angemeldete Halle eines österreichischen Landwirtes und zerstörten dabei 1800 legale CBD-Pflanzen, die kurz vor der Ernte standen. Auch Mutterpflanzen ohne Blüte, die zur Pflege untergestellt waren, wurden trotz Informationen des Betreibers einfach abgeschnitten. Der wirtschaftliche Schaden für den Landwirt beläuft sich auf über 270.000 Euro ohne die Pflege der Mutterpflanzen. Seitens der Wiener Polizei wird der Einsatz zwar bestätigt, die Ermittlungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, es ist aber wohl mit Schadensersatzforderungen zu rechnen, welche von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Deutschland. CBD-Razzien lassen in Deutschland nicht nach. Am 9. Juli musste sich der CBD-Stopp Hanf im Glück von der örtlichen Polizei in Stuttgart eine Hausdurchsuchung gefallen lassen. Und das, obwohl das LKA Baden-Württemberg Analysen durchführen lassen, die belegen, dass die zuvor konfiszierten CBD-Blüten weit weniger als den in Deutschland zulässigen THC-Gehalt von 0,2 aufweisen. Auch wurde mitgeteilt, dass jetzt wohl auch OCB Longpapers, Rolls und Tipps, Schokolade mit Hanfsamen illegal sein. Das halten wir mehr oder weniger für Propaganda. Aber auch das Hanfstadl in Augsburg musste sich Repressalien gefallen lassen und dies alleine aufgrund einer Beschwerde einer überbesorgten Mutter. Alle eingezogenen Produkte waren EU-zertifizierte Artikel in Originalverpackungen. So treibt man unbescholtene Ladenbesitzer in den Ruin. Dem nicht genug wurde außer dem Laden auch die Privaträume der Besitzer durchsucht. Cannabis ist kein Brokkoli. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. So lautete die patzige Antwort von Frau Daniela Ludwig auf die Frage von Thilo Jung von Jung und Naiv, ob sie Alkohol für gefährlicher als Cannabis halte. Danach fügte sie noch hinzu: Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Die Situation in Deutschland scheint immer prekärer zu werden. Für Frau Ludwig, der Druck unserer Community und den vielen Aktivisten da draußen scheint sich bezahlt zu machen. Dafür spricht auch ein Schreiben der Drogenbeauftragten an ihre Parteikollegen. In diesem warnte sie ihre Parteikollegen vor der Cannabis-Diskussion. Diese würde jetzt unweigerlich auf sie zukommen. Zwar möchte Frau Ludwig keine Empfehlung abgeben, aber zumindest ihre Parteikollegen mit lächerlichen Kontraargumenten ausstatten. Wir möchten den Brief hier nicht wiedergeben. Den Link packen wir dafür mit einer Beschreibung unter das Video. Ja, und dann gibt es noch was aus Amerika. Jungfräuliches Marihuana in den USA. Richmond, Virginia. Marihuana ist seit dem 1. Juli endlich normal. Alle Cannabis-Besitzdelikte werden eingestellt
Offene Fälle werden geschlossen und alle Akten versiegelt. Damit werden Menschen, die bereits wegen einem Cannabisdelikt verurteilt wurden, sogar rehabilitiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, und dann gibt es noch Neuigkeiten aus Arizona. Auch in Arizona haben die Leute, haben Wähler am 1. Juli 420.000 Unterschriften gesammelt, also fast doppelt so viele, wie für eine Gesetzesänderung nötig gewesen wäre. Und damit haben sie sich für die Wahl im November 2020 qualifiziert, wo sie darüber abstimmen können, ob das Gesetz geändert werden soll oder nicht. Das Gesetz würde Personen ab 21 Jahren erlauben, bis zu einer Unze, also etwa 28 Gramm Cannabis zu besitzen. Die Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf sollen Sicherheits- und öffentlichen Bildungsprogrammen zugespielt werden. Ja, und dann gibt es noch ein riesiges Hanfmotiv. Und zwar im Namen einer Trust the Earth-Kampagne eines weltbekannten US-CBD-Unternehmens zeichneten sie in einem groß angelegten Projekt eine Woche lang in Kansas mit der Unterstützung von GPS sowie anderen technischen Hilfsmitteln eines Kornkreises ins Feld, welcher sich sehen lassen kann, wenn man darüber fliegt. Ja, da können sich Aliens mal eine Scheibe von abschneiden und euch wollen wir es auch nicht vorenthalten, denn wir sind jetzt am Ende dieser Sendung. Wünschen euch alles Gute, abonniert uns, schaut die anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.